Heute habe ich euch einen kleinen Berg Müll mitgebracht. Denn was uns heute am meisten interessiert, sind die Plastikverpackungen. Ist uns wahrscheinlich gar nicht so richtig klar, welchen riesigen Beitrag Plastikverpackungen zu unserem ganz alltäglichen Leben leisten. Nehmen wir zum Beispiel einmal diese Brötchen hier. Sicher musstet ihr schon einmal feststellen, dass ein Stück frisches Brot nach ein paar Tagen entweder schimmelt oder steinhart geworden ist. Im Gegensatz dazu haben diese Aufbackbrötchen hier eine Haltbarkeit von 2 bis 3 Monaten. Und das liegt an der Verpackung. Plastik ist nämlich nicht gleich Plastik. Es gibt super viele verschiedene Kunststoffarten mit ganz verschiedenen Eigenschaften. Und passend dazu gibt es auch super viele verschiedene Lebensmittel, die ganz unterschiedliche Ansprüche an ihre Lagerung haben. Im letzten Video ging es um PET-Flaschen. PET ist deshalb so geeignet für die Lagerung von Getränken, weil es recht stabil ist und Kunststoffdioxid nicht entweichen lässt. Unter einem Mikroskop in 250-facher Vergrößerung sieht ein Stück PET-Flasche so aus. Da haben wir hier eine relativ dicke PET-Schicht. Ein Lebensmittel mit eher geringen Ansprüchen an seine Lagerung ist zum Beispiel Reis. Der sollte vor allem kein Wasser aufnehmen. Als Verpackung wird deshalb eine Folie aus Polypropylen verwendet, kurz PP. Die ist sehr undurchlässig für Wasserdampf. Ihr seht, die Folie der Reisverpackung ist viel dünner als die PET-Flasche und besteht prinzipiell auch nur aus einem Kunststoff, Polypropylen. Dieser ist aber bedruckt und das sehen wir hier als zweite dünnere farbige Schicht. Aber zurück zu unseren Brötchen. Damit die sich mehrere Monate lang halten, müssen sie unter Schutzgasatmosphäre verpackt werden. Das heißt, hier in der Tüte ist keine Luft, da sonst Schimmelpilze wachsen können. Wir sehen hier 2 Kunststoffschichten. Polyamid, kurz PA, und Polyethylen, kurz PE. Polyamid ist eine sehr gute Gasbarriere, hält also die Schutzgasatmosphäre in der Tüte. Da es aber durchlässig für Wasserdampf ist, braucht es außerdem eine Polyethylenschicht, damit die Brötchen nicht austrocknen. Obenauf haben wir wieder eine Farbschicht. Super spannend, wie ganz bestimmte Verpackungseigenschaften durch die Kombination verschiedener Kunststoffe maßgeschneidert werden können. Aber auch problematisch. Denn ihr könnt euch sicher vorstellen, dass die einzelnen dünnen Kunststoffschichten nicht einfach wieder getrennt werden können, um sie zu recyceln. Das Einzige, was mit solchen sogenannten Kompositmaterialien noch gemacht werden kann, ist leider oft Verbrennen. Nachhaltig ist das Ganze also nicht. Hin zur Kreislaufwirtschaft müssen deshalb Materialien her, die die Eigenschaften aufweisen, die wir brauchen, sich aber trotzdem leicht recyceln lassen. Ein weiteres spannendes Feld für die Chemie. Einen kleinen Beitrag können wir alle aber auch vor dem heimischen Mülleimer leisten, indem wir Tetrapack und Schraubverschluss, Puddingbecher und Pappbanderole oder Schokischale und Verpackungsfolie separat entsorgen, erleichtern wir ihre Trennung und damit ihr Recycling.